KI-basierte Software-Systeme können die Menschen von monotonen Routineaufgaben sowie körperlich anstrengenden Tätigkeiten entlasten. Sie können die Arbeit auch reichhaltiger machen. Wir haben auch gesehen, die Logik, nach der viele algorithmische Systeme heute funktionieren, zeigt uns, dass sie Tendenzen verstärken und auch gesellschaftliche Stimmungen, die vorhanden sind, verstärken. Das heißt, algorithmische Systeme, KI, ist deshalb nicht böse. Sie führt nur das aus, wofür sie programmiert wurde. Und deswegen liegt es an uns, in unserem jeweiligen sozialen Kontext Verantwortung für diese Entscheidungen zu übernehmen. Natürlich können wir KI einsetzen, nur dürfen wir die Entscheidungsfindung oder Implementierung einfach nicht gänzlich überlassen. Algorithmische Systeme werden von Menschen programmiert, trainiert, sie werden auch von Menschen eingesetzt. Insofern spiegeln sie diese Systeme lediglich in diesen Systemen lediglich die Werte und Vorstellungen wider, die wir verkörpern. Deswegen ist es auch so wichtig, eine gesellschaftliche Diskussion zu führen über unsere globalen menschlichen Werte. Zur Minimierung von Risiken, wir haben über die Risiken von KI gesprochen, in der Gestaltung sowohl einer funktionierenden KI als auch einer ethisch legitimierten KI gehören aus meiner Sicht Reflexion, Vielfalt, Partizipation, Regulierung und Überprüfungsmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit der Reflexion bedeutet diese zunehmende Digitalisierung von Dienstleistungen und die Entwicklung von digitalen Anwendungen für uns, dass wir uns mit digital-ethischen Fragen auch auseinandersetzen müssen. Daher ist die Frage auch wichtig, wie weit gehen Anspruch und Realität in Bezug auf unsere eigenen Werte auseinander und wo wollen wir, dass sie sich treffen? Diese Fehler, diese Probleme, Diskriminierungen, die im Zuge der Automatisierung entstehen, die führen uns letztendlich auch nur einen Spiegel vor. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass uns dieser Spiegel jetzt vorgehalten wird, damit wir darüber nachdenken und darüber diskutieren. Bei dieser digitalethischen Reflexion werden unterschiedliche Perspektiven und Themen eingenommen, die eigenen Standpunkte hinterfragt und mögliche bisher eventuell nicht beachtete Problemfelder identifiziert. Klärungsbedarfe werden aufbereitet und mögliche Konflikte sollen auch dadurch identifiziert werden. So wird die Kultur des Diskurses gestärkt und neue Denkimpulse werden entwickelt.